Neue Aufnahme, neues Glück und neue Quest. Oh, danke schön. Und ein Follower direkt vom Intro. Dankeschön für dein Follower. Ah, so. Wie auch immer du dich hierhin verirrt hast. Feuer und Sünde. So. Wir speichern aber kurz, damit das jetzt hier alles nicht, unser ganzer schöner Fortschritt nicht verloren geht. Wir haben jetzt gerade so viel geschafft. Oh Gott. Weltkarte bitte. Okay. Oh, Sammeltun. 3 von 4, was ist denn da passiert? War deine Tür etwa zu? Das ist ja nicht so schön. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Doch. Das kann ich. Revelio. Aber wo? Wir sind doch jetzt hier im Ort. Da. Ah. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ja. Ich wette mit euch, das ist Stufe 3. Eine Nachricht. Merlin sei Dank. Die wild gewordene Sumpfkratler ist Geschichte. Eine tapfere Seele hat ihn gerettet und wir haben unseren Frieden wieder. Ich glaube nicht, dass das Land seit den Tagen von Emmerich dem Bösen je unter solch einer Plage zu leiden hatte. Bitte sehr. So. Wo denn? Aber wo denn? Revelio. Ja, aber wo? Vielleicht sollte ich mich mal bei Feldkropf nach Hause umschauen. Da hängt was. Warnung. Aha. Aber wo ist der denn? Ja. Ach, da unten. Impulso. Bombarda. Contringo. Glacius. Da unten ist er. Und ja, es ist... Wo sind sie denn jetzt? Das ist der Herz allerliebst. Ich sehe sie gar nicht. Ah, da. Noch einer. So. Hier ist aber wohl noch irgendwas. Wenn man hier runter geht. Wahrscheinlich nur so ein Sumpfkratler. Ah, da.
So, aber ja, ich glaube, die Scheißtür war Stufe 3. Aber ich gehe jetzt nochmal eben gucken. Ja. Gut. Dann wird das nix. Ich möchte mich sagen. Dann wird das nix. Schneller weiter. Und stopp. Geht es Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Sie ist sicher, Poppy. Versprochen. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du bist das Neue zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich fürchte nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Keine Sorge, Poppy. Sollte ich deine Oma je treffen, werde ich nichts verraten. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Ja, weiß ich auch nicht. Hab den Apfel ganz vergessen, den mein Mann mir hier gebracht hat. Gut, wir sind gut vorbereitet. Tierwesen sind alle sicher, uns kann keiner geklaut werden. Das kann ich nicht mehr offen spielen. Nachher klaut er uns alle, was wir in der Tasche haben oder so ein Scheiß. Ein Centaur. Sei vorsichtig. Die tun mir doch schon den ganzen Tag nichts. Den ganzen Tag vor allen Dingen. Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm, dass wir nicht merken, wie immer mehr von Ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Mit sowas haben wir nichts zu tun. Im Gegenteil. Wie sieht es wir mit wollen der Sie Folgenlänge aufhalten. Aus? Wieso? Ich habe doch gerade vor 8 Minuten eine neue Folge gestartet. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Ich bin total hier. Im Bereich des Machbaren. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum dachte er, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ja, er kann euch nicht unterscheiden. Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Ich hasse das. Ich würde gerne wissen, wohin, damit wir uns einfach da schnell hinfliegen können, damit wir jetzt hier nicht so ewig lang hier hinter ihr herlatschen müssen. Ach Gottchen, ach Gott. Es ist das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Wie seltsam. Was denn? Ich weiß nicht, aber sieh dich um. Wenn die Wilderer hier waren, erfahren wir vielleicht warum. Okay.
Warum haben Sie Ihre Käfige nicht mitgenommen? Das ist leer. Felle. Arme Tierwesen. Rauch. Sie können noch nicht lange fort sein. Das ist Koboldmetall. Was macht das in einem Wildererlager? Ich sollte Poppy davon berichten. So. Revelio. Ich glaube, wir haben alles. Oh, nee. Alles. Würde ich so sagen. Irgendwas Interessantes? Hier waren Wilderer. Eindeutig. Aber ich habe noch etwas gefunden. Etwas Koboldgefertigtes. Ich habe Koboldrüstungen gefunden. Weiter. Aber Vorsicht. Er hat doch nur gefragt. Er schnauzt die mich an. Ey, ich hatte den Mund voll. Ich hab doch nicht geschnauzt. Kobolde und Wilderer zusammen. Ich hab doch nur gesagt, dass ich dran gedacht habe. Ganz klar Wilderer. Aber keine Kreaturen. Was machen die denn hier draußen? Sehen wir uns das näher an. Die werden sich nicht freuen, uns zu sehen. Nähern wir uns mit Desillusionierung oder weniger diskret? Schwer zu sagen von hier oben. Sehen wir uns genauer um. Oh, eine sehr gute Idee. Vielleicht schaue ich mich bei Falkroft mal nach Beute um. Überraschend viele Niffler da unten. Allerdings habe ich auch ein Händchen. Ich muss mir diesen Unsinn nicht geben. Dreh mir noch einmal den Rücken so zu und bald findest du hinter dir nichts als irgendwelche Wilderer. Ah. Ich habe bei Falkroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Die bewachen hier den Zaubereiminister persönlich. Revelio, was geht hier vor? Tja, finden wir es raus. So, ich glaube, das ging jetzt schneller. Und die Klippen haben natürlich sehr geholfen. Revelio.
Okay. Ich glaube, wir haben dann alles. Sieht sehr ruhig aus. Dann auf geht's. Was bei Merlin? Also es tut mir leid, ich wollte dich nicht anschnauzen. Sind das Drachen? Ja. Drachenkampfring. Das ist die Hornschwanzhalle. Das erklärt den Namen. Und die Heimlichkeit. Kein Wunder, dass die Wilderer so oft in Hogsmeade waren. Sie haben dort sicher Wetten angenommen und Zuschauer angelockt, so voll wie es hier ist. Wie kann man an so etwas Spaß haben? Die Zentauren haben wirklich allen Grund, uns Zauberer zu verachten. Ja. Hier müssen noch mehr Drachen sein. Die Wilderer sind zu gierig, um nur zwei Drachen gegeneinander antreten zu lassen. Wir sollten ausnutzen, dass die meisten mit dem Kampf beschäftigt sind und uns umsehen. Aber diskret. Besonders du darfst nicht entdeckt werden. Das ging easy. Sollte vielleicht mal unsichtbar sein. Leichtfüßig und lautlos. Revelio. Hast du von deiner Familie gehört? Hat sich einer deiner Brüder mittlerweile besonnen? Treten sie uns bei? Sie sagen, wir gehen zu weit, dass wir mit Gewalt nicht bekommen, was wir wollen. Ich sage, wenn auch der letzte Zauberer erdolft ist, dann habe ich mit Gewalt genau das bekommen, was ich will. Doch, warte. Confringo! Nintendo! Grazie! Potato! Excalibur! Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich die richtigen Weg gehe. Bin ich genau die Richtige? Hast du die Kobolde gehört? Vanrock und die Wilderer arbeiten zusammen. Poppy, da ist etwas hinter dir. Was passiert da unten? Sie müssen sie gerade gefangen haben. Sie wehrt sich ziemlich heftig. Nicht gerade ein fairer Kampf. Wenn sie so angekettet ist, laufen wie ihr unter die Flügel. Also wirklich, 10 Gold auf den Grünen, ich glaube, ich bin hier. Kannst du nicht machen. Oh, ja, ist klar. Gut, dass es keiner gehört hat. Ein Hybride, wie es aussieht. Wir können es nicht hier lassen. Die haben sicher nichts Gutes damit vor.
Alle Honora. Wir werden gleich alle Drachen freigelassen. Das ist der Plan. Das ist der Weg. Meine Damen und Herren. Gut, ich habe das Ei. Bereit? Das Überraschungsmoment verschafft uns nur ein paar Sekunden. Dann nutzen wir sie. Ach so, okay. Gut. Ach so. Das kann ich nicht sammeln, alles klar. Ah, okay, noch ein Trank, alles klar. Gut, dann. Ich bin überlegen. Expelliarmus ist ja noch entwaffnet. Ja gut, sie ist auch dabei. Ich könnte dann Kutzio nehmen. Statt Flatio. So. Okay. Unsichtbar? Ja. Ein eher leiser Ansatz ist wohl angebracht. Und dann geht's ab. Vorsicht! Red Rock mit einem Drachen unversehrt! Entwaffnet, ne? Setze Proteko. Hier kommt ihr nicht her. Thank you.
sicher. Das war keine gute Idee. Das finden wir dann wohl raus. Ist der Weg, meine Damen und Herren. Das war ein schwarzer Hybride. Das Ei in unserem Besitz gehört wohl dem Drachen. Sie wusste sicher nicht, dass sie es hatten. Ansonsten wäre sie nie gegangen. Was jetzt? Sie hat uns ja keine Einladung gegeben. Ich weiß es nicht. Heute kam alles anders als erwartet. Erst die Kobolde, dann der Kampfring. Und ein Drachenei ist das Letzte, mit dem ich gerechnet hatte. Und die Wilderer haben uns gesehen. Das ist nicht gut. Herumstehen hilft uns auch nicht. Bringen wir uns in Sicherheit. Dann besprechen wir alles. Stimmt. Wenn die Wilderer etwas können, dann ihre Beute aufspüren. Und im Moment sind das wir. Pass auf, ja? Wir sehen uns dann später im Schloss. Feuer und Sünde. Na, reicht es? Anscheinend noch nicht. So. Achso, ja, das kann ich jetzt wieder umstellen. Es wird Zeit, dass Sie den Verwandlungszauber lernen, nachdem Sie die nötigen Aufgaben erfüllt haben, die nützlich sein werden, um Ihr Handbuch zu vervollständigen. Besuchen Sie meinen Unterricht. Danach besprechen wir Ihren bisherigen Fortschritt. Ja. So. Genau. Finde die Handbuchseite im Buch Verwandlung, die Zwischenstufen in der Bibliothek. Okay, dann muss ich nur noch in die Bibliothek. Und dann kann ich zu Professor Weasley gehen. Das hier sind unsere beiden Schatzkarten. Da werden wir wahrscheinlich mal googeln, würde ich sagen. Ja, und der Mann im Monde, da müsste ich dann... Ja gut, ich habe noch ein oder zwei gesammelt, aber trotzdem habe ich noch keine 13 zusammen. Gut, also in die Bibliothek. So. Ach so, wir haben ja noch eine Nebenquest. Und zwar da. Das Akio-Duell. Ach, dann machen wir das doch zuerst. Wir müssen ja sowieso dann. So. Mich kein Ärger bekommen. Das Akio-Duell. Seht ihr dann in der nächsten Folge? Hogwarts by Night. So, meine schöne Hintergrundform. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.